Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 427 von The Witcher 3 Wild Hunt. Moment mal, habe ich keine Schmiedesachen mehr drauf auf den... Hä, warum das? Achso, weil er nochmal so eine Ciri-Sache da reingesprungen ist. Ah ja, gut, alles klar, erklärt was. Also im letzten Part haben wir ja so einen Rückblick gehabt mit Ciri. Das ist ein bisschen ungut gelöst. Immer bei diesen Rückblicken da verlieren wir leider unsere Absurde und alles Mögliche. Da müssen wir mal kurz meditieren. Da vergisst der Hexer, was er geschluckt hat und was er geschmiedet hat. Kann ja echt nicht sein. Hexer finde ich nicht toll, weil wir haben jetzt auch eine kleine Sache vor. Und zwar möchte ich ganz gern jetzt zu den Momen im Buckelsumpf reisen. Und ja, halt die Quest da machen und gucken, was für Auswirkungen das jetzt auf Anna hatte. Wir haben ja da schon was gemacht da mit diesem, mit dem Geist, den wir befreit haben. Das finden die Moon bestimmt nicht so toll. Das ist schon mal klar. Nur eventuell werden sie Anna nicht bestrafen oder irgendwie wird es alles anders ein bisschen laufen. Ich weiß es nicht. Ja, oder Anna geht's ganz schlecht. Ich weiß echt gar nicht, was los ist. Ist natürlich auch super. Ja, und da würde ich sagen... Was ist da für ein lautes Geräusch bei mir vor der Tür? Nee, würde ich sagen, gucken wir uns das doch einfach mal an. Wo wir die Mumen finden, das weiß ich natürlich. Hier steht, setze deine Hexersinne ein, um die Mumen zu finden. Das brauchen wir gar nicht. Ich glaube, wir können direkt schon hinreisen. Weil ich es ja auf der Karte schon markiert habe. Ich war ja schon in dem Ort, wo die Mumen sich aufhalten. Hier unten. Echt? Dort? Nee, nee. Hierhin wollen wir. Ins Waisendorf. Normal müsste dann die Quest direkt weiterspringen. Das war nur, dass ich diesen süßen Pfad da ablaufe, wie bei Hänsel und Gretel, sozusagen. Mit den Süßigkeiten werde ich zu der Hexenstätte gelockt. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Wir gehen direkt hin. Ich brauche keine Süßigkeiten. Echt? Werde ich angerufen? Nö. Gut. Hallöchen. Ohne Süßigkeiten am Start, sozusagen. Ein Hund lief in die Küche und stahl dem Koch den Brei. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Hund entzwei. Darauf ließ er ihn bluten und zog ihm ab das Fell. Und freute sich, jetzt endlich ist Schluss mit dem Gebell. Der Koch ist ein Gemeiner, drum zahlen wir es ihm heim. Wir machen jetzt ein Feuer und kochen ihn zu Leim. Ene mene mu, das Feuer, das machst du. Interessanter Reim. Wir kennen dich nicht. Geh weg! Jo, was ist eigentlich mit der schwarzen Schönheit? Die sollte eigentlich schon lang hier sein. Ich suche eine Hexe. Was macht ihr hier im Sumpf? Habt ihr schon mal eine aschblonde Frau gesehen? Was macht ihr alleine hier draußen? Wir sind nicht alleine. Oma ist doch da. Aber wo seid ihr hergekommen? Wir sind Waisen. Ihr alle? Es ist Krieg, also gibt's Waisen. Wusstest du das nicht? Ein geiler kleiner Frischdachs. Eine junge Frau hat sich im Sumpf verirrt. Sie hat aschblondes Haar und eine Narbe im Gesicht. Habt ihr so jemanden gesehen? Hier gibt's keine Frauen. Und was bin ich? Du bist keine Frau. Frauen haben Titten. Das stimmt. Als die Armee hier war, habe ich mal einen Alten sagen hören, versteckt die Frauen im Wald. Ihre Titten verwirren die Soldaten. Das quält die armen Jungs. Das hat er gesagt. Dieses Mädchen ist in Schwierigkeiten. Lebt ihr hier ganz alleine? Ist hier noch jemand außer euch? Wen meinst du? Jemanden, der die Frau gesehen haben könnte. Der sechsäugige Baum vielleicht? Der hat das ganze Jahr geschlafen. Aber Hansi nicht. Was soll das heißen? Was ist das für ein Geplapper, hä? Hier ist der Zutritt verboten. Nur für Kinder nicht. Für meine Kinder. Wer bist du? Mit Schwertern wie ein Bandit. Ich suche jemanden. Wer ist Hansi? Bist du eine Hexe? Du sorgst für die Kinder? Du sorgst hier für die Kinder? Sie sind meine Enkel. Oma ist lieb zu uns. Heute Abend gibt's Suppe mit Schwarte. Ein paar haben sich verlaufen. Sie fehlen mir. Weißt du, wo sie sind? Niemand weiß es. Tja, die haben sich vielleicht nicht verlaufen, Anna. Du hast sozusagen den Hexen zum Fraß vorgeworfen, ohne es vielleicht zu wissen. Ich rede nur mit den Kindern. Hab sie nach einer jungen Frau gefragt. Ich war ein hübsches Mädchen mit einem langen Zopf. Hat meine Mutter geflochten. Ich hatte Kleider mit Blumen drauf. Vielleicht hast du sie gesehen. Jung, aschblondes Haar.
Deine Verlobte? Meine Tochter. Tochter. Meine lieben kleinen Töchter. Wo sind sie jetzt? Sind sie vielleicht verletzt? Bitte hilf mir. Rede. Jetzt reicht's mir aber. Meine Frage war ganz einfach. Hast du die Frau gesehen oder nicht? Keine Angst, Kinder. Alles in Ordnung, Oma. Er ist nur wütend, weil er sich Sorgen macht. Vielleicht weiß Hansi ja was. Ich bringe ihn zu Hansi, bevor er fuchsig wird. Du hast dir Hansi nur ausgedacht. Und du sollst keine solchen Worte benutzen. Ab zur Hütte, sofort. Du stellst dich in die Ecke, dafür werde ich sorgen. Und du verschreckst mir nicht länger die Kleinen. Verschwinde, sofort. Ist alles so krank. Die Oma. Jo, geh mal einfach nach, oder was? Dann mal rein. Hallöchen. Nix in die Ecke stellen. Du kannst hier nicht rein. Darfst du nicht. Ich will nur mit dem Jungen reden. Geht nicht. Nicht erlaubt. Ich rede sowieso nicht mit dir. Oma mag dich nicht. Und Hansi gibt es gar nicht. Und Fremde stehlen Kinder. Du willst nicht mit mir reden. Wo finde ich diesen Hansi? Ich habe nur eine Frage an dich. Du sollst nichts fragen, Fremder. Man darf nicht mit Fremden reden. Können wir jetzt essen? Suppe mit Schwarte. Hörst du? Er hat Angst vor dir. Mach meinen Kindern keine Angst. Frage die Kinder im Dorf, im Sumpf nach Hansi. Wo der wohl herkommt? Wie bitte? Was? Hier gibt's nichts für dich. Bleib von den Kindern. Warum wollt ihr nicht über Hansi reden? Wenn ihn einer von euch kennt, kennen ihn doch alle. Hansi ist nur sein Freund. Sie sammeln Pilze und jagen Schnecken. Oma sagt, Hansi wäre erfunden. Helft ihr mir? Habt ihr Hansi schon mal gesehen? Tut Oma euch weh? Euer Freund hat keine Angst, allein im Wald. Warum? Der Junge, der mit Hansi spielt, muss mutig sein. Nein, er ist nur dumm. Hat sich mal mit nacktem Hintern auf einen Ameisenhaufen gesetzt. Aber er spielt mit Hansi. Er hört nicht auf Oma und geht in den Wald. Und dann muss er in die Ecke. Und er isst Schnecken. Wie geht? Mutig, nein, nur dumm. Das Mädchen, das ich suche, ist in Gefahr. Helft mir, eure Oma aus der Hütte zu locken, damit ich mit Hansis Freund reden kann. Na gut, aber du musst auch was für uns machen. Verstecken spielen. Macht Oma nie. Sagt, ihr tun die Füße weh. Schön. Wollt ihr nicht noch was anderes? Ne, diesmal werde ich mal mit einer Verstecken spielen. Das letzte Mal war mir das zu doof. Diesmal mache ich das dann mal. Gut, versteckt euch. Aber wenn ich euch finde, helft ihr mir, mit dem Jungen zu reden, der Hansi kennt. Der glaubt, er findet uns so einfach. Der hat sich noch nie vor den Schwarzen versteckt. Nicht gucken. Und du musst laut zählen. Alle Finger. Und die Zehen. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Alles muss versteckt sein. Dürfte ja kein Problem sein. Finde die versteckten Kinder mit Hilfe deiner Hexersinne. Jo, Hexersinne sind an. Sehen tue ich gar nichts, doch Fußspuren. Okay, alles klar, gehen wir mal nach. So, wo hast du dich versteckt? Hä? Was? Was? Wo sind die Fußspuren hin? Ja, die sind echt gut. Was machen die da? Ah, da sind die Fußspuren. Achso, da gehen sie weiter. Die ist hier reingegangen. Okay, und dann wohin? Fußspuren? Hallo? Ah, okay. Hier hin. Ach, da ist er doch. Ich kann dich sehen. Wie hast du mich gefunden? Jo, war eigentlich ganz easy. So. Wo sind denn andere Fußspuren da? Oh Gott. Ich habe mir das jetzt eigentlich leichter vorgestellt. So, da ist noch einer reingebrettert oder was? Nein, hier ums Haus. Ins Fass. Nee. Ach nee, da hoch. Okay, wie komme ich da hoch? Hallo? Komme ich nicht da hoch? Ah doch. Komm, zieh dich hoch, Hexer. Da oben hat sich irgendjemand versteckt. Da ist er runtergerutscht und da hinten ist er jetzt, oder was? Hä?
Hab ich dich. Ist ja immer geil. So, Hexer, was machst du? Nee, und auch bitte keinen Bug auslösen oder irgendwas. So, wo sind die anderen jetzt hin? Weiß ich nicht. So, Mikula ist schon da. Hallo? Also, da ist noch einer hin. Okay. Gucken wir nochmal. Hallo, Hexer, was machst du dann? Hier im Busch oder was? Ah ja, da. Da bist du. Du kannst rauskommen. So ist es. So, und da wird wohl hier hinten irgendwo in der Gegend noch irgendwo einer sein. Ich schau mal kurz hier so vorbei. Ist hier noch einer? Bin ich vielleicht schon dran vorbeigelaufen, wäre auch so bitter. Ah, okay. Hier sind noch... Ach, hier in die Hütte rein, oder was? Dann gehen wir mal hier rein. Wenn ich denn da reinkomme, hier, achso, hä? Achso, ne, Moment mal, achso, die ist nun mal raus dort. Oh, jo, gut, alles klar. Oh, die oder der ist da hinten raus. Ich habe jetzt gar nicht genau geschaut, die Fußspuren, wo die hinführen. So, wohin denn? Habe ich die schon gefunden, die oder den? Hä? Hier ums Eck, ne? Hä? Wo sind, achso, hier. Ich habe alle gefunden. Du bist ein Zauberer, oder? Zauberst du uns bei der Hütte was vor? Nein, ihr habt mir was versprochen. Ich habe euch alle gefunden. Jetzt müsst ihr mir helfen, mit Hansis Freund zu reden. Na klar, haben wir ja versprochen, oder? Ja, mal ein schönes Versteckspiel. Den Arsch gebissen! Oma, komm! Keine Angst. Ich weiß nichts. Ich tu dir nichts. Wo ist Oma? Beschäftigt. Ja, also so tut sich die Quest dann ändern. Das ist eigentlich nur optional, wenn man vielleicht keine Süßigkeiten oder Essen oder so dabei hat. Ich glaube, man muss die ihnen eigentlich Essen geben, den Kindern, und dann wäre das Versteckspiel auch nicht gekommen. Da wäre es genau hier auch angesetzt, dass sie die Oma da rauslocken. Warum hast du Angst zu reden? Ich hab gar keine Angst. Ihr habt alle Angst vor irgendwas. Sonst hättet ihr mir von Hansi erzählt. Ich hab Angst um Hansi. Er kommt schon lange nicht mehr. Einmal habe ich beim Pilzesammeln seinen Bau gesehen. Aber Oma hat mich angeschrien. Nicht mit Fremden reden, weil sonst Kinder verschwinden. Sie hat auch Angst um Hansi. Aber sie sagt, er wäre erfunden. Wo sind deine Eltern und die deiner Freunde? Tot. Verhungert. Oder getötet, wie meine. Einmal bin ich morgens losgegangen, um Beeren zu sammeln. Da gab's noch welche. Als ich nach Hause kam, hab ich Schreie gehört. Dann Lachen. Ich hab mich oben im Gebüsch versteckt. Meine Mutter hat geschrien. Die Soldaten haben gelacht. Papa lag bei der Scheunentür. Ohne Kopf. Und dann Mama. Schon gut, das genügt. Ich will nur mit Hansi reden. Vielleicht weiß er mehr als du. Du tust ihm doch nichts. Er ist echt, nicht erfunden. Ich werde ihm nichts tun. Hansi war oft hier, weil Oma ihn gerne singen hört. Beim Pilzesammeln hat er gesagt, dass er im Sumpf ein Mädchen mit aschblondem Haar gesehen hat. Wo finde ich Hansi? Am Sumpfrand gibt es eine kleine Wiese mit so einem komischen Baum. Schau dich da um. Da findest du ihn. Danke. Tja, dieser verfluchte Ort. Ist schon irgendwie geil. Irgendwie auch durch die Musikuntermalung ist der Ort so geil irgendwie. So, wir reisen natürlich dorthin oder laufen dorthin, wo wir hin sollen, da mit dem Baum.
Und wir haben eigentlich auch die... Was? Was ist los? Moment mal gerade. Beleidigungen sind nicht erlaubt. Sie sagt, wenn ich einschlafe, fressen Ratten meine Augen. Entschuldige, die Ratten fressen deine Augen nicht. Und wie bitte? Was? Hier gibt's nichts für dich. Bleib naja, von gut, den da passiert nichts. Jo, ich bleib hier weg. Ist ja gut, Anna. Großmutter Anna. So, und wir müssten eigentlich Hansis Stimme schon direkt haben. Ist da hinten der Baum, ja, wo die Ertrunkenen sind. Die machen wir schnell down. Oder Wasserweiber, oh Gott. Ja, Ertrunkene und Wasserweiber. So, was ist dann? Ein schöner Hexentanz, bam. Schwerer Angriff und nochmal. Oh, ich werde vermöbelt. So, brennt. Komm, Feuer muss euch doch Schaden machen, oder? Was ist dann? Achso, ne, Bluten habe ich, glaube ich, drauf. Nicht verbrennen, was rede ich da? Gibt's Brennen überhaupt? Oh Gott. So, bam. So, ich würde gerne mal einen Levelaufstieg haben, weil ich möchte noch gerne ins Add-on gehen mit diesem Spielstand. Und das noch dieses Jahr, wenn es geht. So. Bam. Oh, die kämpfen mal direkt wieder Laune. Ich muss echt noch ein bisschen leveln und so. Muss er Spuren hinterlassen. Nö, was ist da mit euch? Kommt schön daher. Kommt her. Ich habe mit euch noch eine Rechnung offen. Ihr habt noch schöne Erfahrungspunkte für mich. Bam. Jawohl. Ja, irgendwann bekommt man, glaube ich, einfach dauerhaft Erfahrungspunkte auch für die Gegner. So, Spuren hinterlassen haben, jo. Machen wir. Hier am Baum. Und wie gesagt, die Stimme von Hansi dürften wir eigentlich am Start haben. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Die habe ich durch Zufall schon gefunden und da sind auch direkt die Spuren. Sag ich doch mal. Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Okay. So, und jetzt hier entlang, oder was? Ja, ne? Oh Gott, das wird wieder was. Den Fußspuren da folgen, das sind ja immer meine Lieblingsaufgaben. Jo, ne, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Dann werden wir, jo, Hansi suchen, vielleicht noch ein, zwei Kämpfe hier haben. Vielleicht auch mal einen Stufenaufstieg, wäre es langsam auch mal wieder an der Zeit. Jo, ich freue mich tierisch drauf und sage bis dann, habt einen schönen Tag, haut rein. Bis dann, ciao.